Wir haben PolitikerInnen gefragt, was sie von einer Umweltspur auf der Lederstraße halten und was sie zu verkehrsberuhigten Bereichen in der Innenstadt sagen. Also eine Umweltspur finden wir sinnvoll, aber uns geht es eben grundsätzlich darum, die Mobilitätswende so umzusetzen, dass der Raum komplett neu verteilt wird. Das heißt, wir brauchen mehr verkehrsberuhigte Bereiche. Umweltspur auf der Lederstraße, das wäre ein interessantes Ziel, weil wir wollen, dass in Zukunft hier auch die Regionalstadtbahn fährt. Also, dass wir den Verkehr eindämmen müssen, das ist ganz klar. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir irgendwie schaffen, Emissionen einzugrenzen. Aber was wir halt nicht vergessen dürfen, ist, dass wir halt doch von den Autos noch leben in der Innenstadt. Derzeit sind wir der Meinung, das freizugeben. Das heißt, zwei Spuren für den allgemeinen Verkehr. Je nach Führung der Regionalstadtbahn muss man sich da überlegen, was überhaupt draus im Gesamten wird. Also, wir sind ja jetzt am Federnseeplatz gerade dran, finde ich super. Auch im Bereich des List-Gymnasiums halte ich es für sehr sinnvoll. Die Umweltspur halte ich persönlich für Mumpitz. Sind wir auf jeden Fall dafür. Es müssen natürlich gute Alternativen geben. Autoberuhigte Stadtviertel, Quartiersparkhäuser und ähnliche Dinge.